Es gibt einen wunderbaren Bibelvers, den jeder Christ kennt. Der heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sagt Jesus. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben. Das stimmt. Wir alle wissen das. Aber Jesus hat das damals ja zu dem Volk Israel gesagt. Er hat das zu Juden gesagt. Und was uns heute ein klein wenig abgeht, ist das Verständnis, welche Brisanz diese Aussage für einen Juden hatte. Ich möchte dir das erläutern. Schau, ich habe hier ein Buch über die Stiftshütte und hier diese Abbildung zeigt die Stiftshütte. Die Stiftshütte war das Heiligtum, was Mose baute nach ganz exakten Vorgaben von Gott. Gott hat ihm genau gesagt, wie das Ding aussehen soll und Mose hat das umgesetzt. Und die Stiftshütte war ein Heiligtum, was im Grunde genommen dreigeteilt war. Es gab außen einen Vorhof und durch den Vorhof kam man durch so eine Art Vorhang, durch ein Tor, was mit so, kann man auf dem Bild gut sehen, aus Stoff ist. Und dann ist die eigentliche Stiftshütte, da ist im vorderen Bereich das Heiligste, das ist auch durch einen Vorhang abgetrennt. Und dahinter, im hinteren Bereich, ist wiederum ein sehr dicker Vorhang und dahinter verbirgt sich das Allerheiligste. In den Vorhof durfte jeder hineintreten, der zum Volk Gottes gehörte. Jeder Jude, der beschnitten war. In das Heiligste durfte nur Priester hineintreten. Besondere Leute. Und durch den dritten Vorhang in das Allerheiligste durfte nur ein einziges Mal im Jahr der hohe Priester hindurchtreten an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, und dort ein besonderes Opfer darbringen. Du hast einen Vorhang in diesen Vorhof, du hast einen Vorhang in das Heiligste und du hast einen Vorhang in das Allerheiligste. Jetzt sagt man, dass diese Vorhänge im Judentum Namen hatten. Der Name für das Tor in den Vorhof war der Weg. Der Name für den Vorhang in das Heiligste hinein war die Wahrheit. Und der Name für den Vorhang, der vor dem Allerheiligsten hing, war das Leben. Das bedeutet, Jesus sagt, ich bin der direkte Weg bis ins Allerheiligste hinein, dort wo die Bundeslade steht, wo der Gnadenthron Gottes steht. Durch mich hat man Zugang bis direkt zu Gott. Das war schockierend für die Juden. Das war schockierend, das war ein Anspruch, den noch nicht mal der hohe Priester gestellt hat. Das war absolut der Hammer. Durch mich habt ihr direkten Zugang bis zu Gott. Es gibt nichts, was mehr dazwischen steht. Und der Hebräerbrief nimmt dieses Thema auf. Und da heißt es beispielsweise, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt. Wir haben Zugang durch den Vorhang. Du erinnerst dich, als Jesus gekreuzigt wurde, zerriss der Vorhang. Gott zerriss den Vorhang, der auch ein Bild ist für das Fleisch Jesu, für seinen Leib. Er zerriss ihn und der Weg zu Gott war offen. Jedermann konnte zu Gott kommen. Und das ist die Wahrheit. Durch Jesus haben wir absoluten Zugang zu Gott. Wir brauchen kein Heiligtum mehr. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir können uns direkt zu Gott nahen. In Jesus haben wir Zugang bis zum Thron der Gnade, bis zum Vater, direkt bis zum Herzen Gottes. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Weg, Wahrheit und Leben bringen uns direkt zu Gott. Das alles in Jesus.
das alles in Jesus. Wenn du Jesus hast, hast du all diese Dinge und kannst direkt zum Vater kommen. Du brauchst da nicht mehr durch irgendwelche Stadien dich durcharbeiten, sondern du hast freien Zugang, freimütig, kühn, bis zum Herzen Gottes hinein. Ist das nicht herrlich? Ich finde das genial. Ich finde das wunderbar. Weg, Wahrheit und Leben. Das ist Jesus für uns. Halleluja. Gott hat mehr für dich.